Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, haben Sie Lust auf einen ruhigen, besinnlichen Fernsehabend? Dann schalten Sie jetzt um, weil in den nächsten zwei Stunden wird hier gerannt, geflucht, geratet und gekämpft im härtesten Rennen der Schweiz. Dieses Jahr starten wir hier in Basel. Herzlich willkommen beim Game of Switzerland. Bei diesem rasanten Rennen quer durch die Schweiz kämpfen vier Teams um den Sieg. Mach klingen! Papa, Sie sind da! Säckler! Das ist etwas Dummes. Hinweise führen Sie ans nächste Ziel. Und dort müssen Sie eine Aufgabe lösen. Hallo! Jeden Tag muss ein Team heim. Leider am Ende des Tages sind der Dritte und scheiden aus. Papa! Mit dabei sind das mal der Remo und Senja, Daniela und der Peter, der Rahela und Anina und der Luca und der Sebi. Aber welches Team gewinnt am Ende das Game of Switzerland? Die vier Teams haben mit verbundenen Augen auf Basel gefahren, an vier verschiedenen Orten ausgesetzt. Ihre Aufgabe, so schnell wie möglich zu mir kommen, auf die mittlere Brücke. Gebärde unter Flüren. Oh. Oh, du bist da. Jetzt, wo ich immer. Da. Finde Johnny. Ich suche es nur zu Fuß. Wo ist der? Vor der Brücke. Vor der Brücke. Also, gehen wir. Können nicht allzu weit weg sein. Keine 5 Kilometer. Die vier Teams starten alle gleich weit weg von mir. Eine schöne kleine Joggingrunde zum Aufwärmen. Jetzt müssen sie nur noch den Weg finden. Das Team, das zuerst hier ist, kann das nächste Spiel vor allen anderen anfangen. Und beim Game of Switzerland zählt jede Sekunde. Das spielt drei, das spielt mit der Brücke, oder? Oben, ja. Ja. Und dann rechts oder links? Wenn wir unten am Rhein sind? Oder ist unten rein? Relativ, ja, relativ alles gerade, meinst du? Ja. Alles geht aus. Wir sind auf einem guten Weg. Ja. Alles geht aus. Alles geradeaus. Danke vielmals. Mach es gut. Aha, der. Alles geht aus. Merci. Bis zum Mustermess. Super. Und dann rechts. Super. Also, zweite Kreuzung. Nachher links. Gut. Und jetzt hier rechts. Oh, unsere Schwäche ist Lauch wahrscheinlich, ja? Ja, definitiv. Nein, Konditionen haben wir nicht so gute. Geht's für dich? Ist das mittlere Brücke? Das ist genau mittlere Brücke, du musst okay. Richtung. Super. Ja. Danke. Runter, runter. Runter? Okay. Danke. Wir sind da. Oder? Ja, das nützt uns nicht viel. Wir müssen da schauen. Wir gehen noch etwas weiter. Das ist schon gut. Als Urläufer hat man schon so ein Grundverständnis von Karten und auch der Orientierungssinn. Den hat man irgendwie. Also, mhm. Das ist irgendwie dann logisch, so ein bisschen, welche Richtung das muss gehen. Nein, ist einer. Nein, nein, es ist das Münster. Ja, zum Schiff weg. Komm, Bruder, komm. Nicht mehr lang. Nimm sie. Da irgendwo. Aber warte mal. Da kriegen wir die nächste. Da ist das Münster. Ich habe dann noch gedacht, ja, wenn wir jetzt einen Sprint einlegen, dann haben wir die. Aber die sind sackstark. Und dort habe ich zuerst mal gemerkt, so, oh, oh, die sind auch parat. Guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Leck, das geht ja schon knapp an. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Oh, die Letzte. Morgen. Morgen. Guten Morgen zusammen. Ich hatte zuerst das Gefühl, als ich den Johnny allein gesehen, dass wir die Ersten waren. Ja, die anderen habe ich noch nicht gesehen. Der hat sich so fies in der Mecke versteckt. Dann sind wir gekommen und so, gut, es hat erst zwei. Das heisst, wir sind Dritte, immerhin der Letzte. Hi, Johnny. Guten Morgen. Daniela. Hallo, Daniela. Wir sind die ganze Zeit mega gerannt. Und
Ich bin davon ausgegangen, dass wir nicht als Letzte ins Ziel antreffen wird. Wir sind alles gesehen. Ja. Ja, herzlich willkommen beim Game of Switzerland. Die erste Aufgabe habt ihr offenbar geschafft, sonst wären ihr nicht da. Im Vergleich zu dem, was auf euch zukommt, war das natürlich ein Spaziergang. In den nächsten 3 Tagen werdet ihr mental und physisch an eure Grenzen stoßen. Es geht aber auch um viel. Es geht um einen Sieg vom Game of Switzerland und um den Hauptpreis, ein Volvo C40, voll elektrisch im Wert von 60'000 Franken. Das Siegerteam vom Game of Switzerland gönnt einen vollelektrischen Volvo C40 Recharge. Der Crossover hat eine Reichweite von 444 km, einen ladefreien Innenraum und ein Infotainment-System mit Funktionen wie Google Maps und Google Assistant. Team Türkis, ihr seid das Erste bei mir. Ihr könnt als Erste losgehen. Nutzt euren Vorsprung. Achtung, fertig, los! Jetzt startet das erste grosse Spiel vom Tag. Am und im Wasser. Bringt schwimmend 3 Game of Switzerland Couverts, den 3 kostümierten Fassnächtern, die am rechten Rheinufer auf euch warten. Jemand schwimmt, jemand rennt. Das ist die Aufteilung beim ersten Spiel. Die Person am Ufer lädt ein Couvert von der Brücke ab, wo die andere Person im Wasser verwischen muss. Und das bei 3 Brücken nacheinander. Timing ist also sehr entscheidend. Am Schluss muss jedes Team je ein Couvert im Waggis, im Piero und dem Uli übergeben. Das sind 3 traditionelle Basler Fastnachtsfiguren. Erst dann kriegen sie den nächsten Hinweis. Rahela, wie viel muss ich noch? Ja, warte, noch 3. Kann ich hochziehen? Etwas ist noch wichtig. Jedes Team hat 2 Joker zur Verfügung, wenn sie gar nicht weiter wissen. Mit dem Internet-Joker kommen sie 3 Minuten lang ein Handy über, wo sie damit machen können, was sie wollen. Mit dem Freeze-Joker können sie ein anderes Team 5 Minuten lang lahmlegen. Aber das erste Spiel kann man gut ohne Joker überstehen. Es braucht Ausdauer und ein bisschen Koordination. Sobald ich oben bin, hat sie es aufgezogen. Oh nein, lass das, aber hast du gleich noch. Total unterschätzt. Ich habe gedacht, ja, ein paar Brücken flussabwärts, der Rhein zieht, ja, das wird schon machbar sein. Ich schwimme nicht schlecht, aber ich schwimme nicht schnell. Und ich habe gestaunt, wie lange das geht. Ich bin Rahela, bin 28 und bin Primarlehrerin. Ich bin Tanina, 29 und ebenfalls Primarlehrerin. Ja, wir wissen nicht immer nur alles besser, sondern wir haben auch noch schnelle Beine. Und wir geben Vollgas, weil aufgeben ist nicht in unserem Wortschatz. Als Kleinkind war ich sehr träge und du hast mir alle Spielsachen in die Wiege gebracht. Ich war halt die Eltern und darum habe ich ihr immer gesagt, was durchgeht. Wir sind eher noch spät zum UL gekommen. Wir haben lange Leichtathletik gemacht, waren in einer Läuferreihe. Ich fand es toll, die Kombination mit Rennen und gleich noch ein bisschen denken, die Posten finden. Dann hat halt die kleine Schwester einfach auch mit müssen. So mit 14, 15 haben wir schweizweit echt so den besten gezählt. Der schönste Sport der Welt. Ja. Ich habe sie halt manchmal als Vorbild gesehen. Zuerst haben wir zusammen unterrichtet und jetzt sind wir beide mit unseren eigenen Klassen. Aber es ist nach wie vor schön, dass wir ein paar Stunden zusammen gehen dürfen. Wir dürfen nichts versagen. Also, es ist keine Option. Für sie nicht, nein. Wir sind der Lehrer und der Lehrer kann alles, oder? Ja. Meint man. Wir wissen eigentlich nicht, wie es untereinander ist. Ja, wir sehen das schon relativ oft. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr unterhaltsam für die Leute. Und wenn man mal Spitzensport gemacht hat, dann geht das nicht ohne Ehrgeiz. Ja, und was man macht, das macht man richtig, glaube ich. Es gibt keine halbe Sache.
Drei Brücken. Drei Brücken. Beissen! Ist gut! Achtung, ist gut. Kämpfen! Hast du es? Die einen mögen im Rhein länger kämpfen als die anderen. Und das hat Folgen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier aufholen konnten. Vom vierten Platz haben wir uns hier auf den dritten Platz vorkämpfen. Und das hat natürlich Spass gemacht. Komm, super! Die anderen Kandidaten sind schon recht parat im Vergleich zu uns, aber wir sind da zum Gewinnen. Ja, wir beißen, wir geben nie auf. Das ist es. Ja. Ich bin Sebi, 36 und bin Unternehmer. Luca, auch 36 und ebenfalls Unternehmer. Wir sehen zwar aus wie Gigolos. Dabei sind wir eigentlich zwei Stiere sicher. Aber wir haben ein grosses Südländerherz. Auch beruflich haben wir einen ziemlich ähnlichen Werdegang. Ursprünglich haben wir beide besonders gelernt. Heute sind wir Unternehmer im Gipsenbereich. Luxus kann man auch falsch verstehen. Erarbeiteter Wohlstand, sage ich dann. Gespart, geschaffen, geschaffen, geschaffen. Aber man muss immer am Boden bleiben, wenn man so schön sagt, und wissen, von wo das man kommt. Wir sind polysportiv, jung, sportlich, auch wenn es vielleicht nicht gerade so aussieht. Und ganz wichtig, wir haben einen innerlichen Soulhund, der sehr stark ist. Ja, den haben wir. Definitiv. Wir wollen gewinnen und wir geben Vollgas. Ja. Sonst heisst es auch nicht. Wir fahren dicke Autos, haben keine Ahnung. Und am Schluss gehen wir zurück. Ist gut. Hast du es? Und jetzt musst du das ans Ufer drei Fasnächtler geben. Das Seil dürfen wir auch gleich abgeben. Brauchen wir noch? Das Team Türkis ist als erstes im Ziel und kommt den ersten Hinweis über. Findet diesen Ort, wo letztes Jahr ca. 39 Pakete sortiert wurden. Herkingen. Ich habe etwas zweifelt. Ich wusste, dass viele Päckchen auf Herkingen gehen. Ich bin ein Internetstalker und wenn ich weiss, dass ein Päckchen kommt, gehe ich immer schauen, wo ist es jetzt. Und dann steht halt schon meistens Herkingen drauf. Richtig geraten. Teams müssen jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß im Kanton Solothurn auf Herkingen. Hier steht das grösste Postpaketzentrum der Schweiz. Auf einer Fläche, die grösser ist als drei Fußballfelder. Rund 350.000 Päckchen werden hier täglich sortiert. Die anderen drei Teams sind noch nicht am Ziel. Komm noch, davor ist gelb! Nicht mehr weit, Udi! Wenn ich auch Schwimmkämpfe gemacht habe, ist er wirklich am Beckenrand jedes Mal hin und her gelaufen. Und hat «Hopp, Dudi», das ist mein Spitzname, geschrien. Ich bin Daniela, bin 22, studiere und arbeite auf einer Bank. Und ich bin der Peter, ich bin 52, ich bin Maschineningenieur. Und ich bin natürlich jünger, hübscher und viel hipper. Ja, aber ich bringe natürlich die Erfahrung mit. Ja, und das sagen sie mir doch das beste Vater-Tochter-Duo. Und das kann ja nur gut kommen. Genau. Vor allem die sportliche Seite hat er mir weitergegeben. Und das finde ich auch sehr schön, weil dann haben wir auch ein gemeinsames Hobby. Ich habe viel mit den Kindern immer gemacht, unternommen, Kinder unterstützt. Und da haben wir eben sehr eine enge Bindung. Aber wenn es dann um Competition geht, werden wir mal sehen, wie das zwischen uns ist. Genau. Die Ernährung ist etwas sehr Wichtiges. Die ganze Familie, Daniela und unsere Kinder, essen sie Kinder auf vegan. Und meine Frau und ich, wir essen sogar nur reine Rohkost. Ich bin eigentlich überzeugt, dass das auch längerfristig zur Aufrechterhaltung der Gesundheit beitragen kann. Ich gehe mit voller Motivation dort rein. Wenn ich halt etwas anfange, will ich das auch so beenden, wie ich es mir vorgestellt habe.
Kopf, das ist auch gut für dich. Die Suppe! Bravo, Pfiri. Komm, heim. Gut. Findet diesen Ort, wo letztes Jahr ca. 89 Millionen Pakete sortiert wurden und somit schweizweit am meisten. Das ist eben das Postverteilzentrum. Als wir das Kuvert geöffnet haben, haben wir glaube ich, sofort erkannt, dass das das Postverteilzentrum in Herkingen ist. Und dann sind wir da, haben wir gewusst, dass wir sofort auf den Bahnhof in Basel und dann auf Olten. Gleich 16 rauf. He? Ist es 16? Ja. Nein, jetzt können wir so 20 Minuten im Zug hocken bleiben. Bitte, so eine Abfahrt in die falsche Richtung. Also, look, das ist ja angeschrieben. Ja, ja. Das ist halt einfach, weil es. Ja, ja, aber das stimmt schon. Das Paketverteilungszentrum. Wo ist das? Ja. Am Bahnhof. Könnte das sein von der Lage her? Das ist zu grün. Das sieht so doof aus. Also, so außerhalb, gell? Das ist irgendwie, das muss irgendwie ganz weit draußen sein. Ja, haben wir aber auch das Gefühl, darum gehen wir mit dem Tram, aber wir wissen nicht, wie richtig. Gerade Leute fragen, ist die Idee gewesen, und niemand hat gewusst, was das ist. Wirklich niemand. Was Internet schaffen? Was wollen wir hier? 89 Millionen Pakete sortiert wurden. Letztes Jahr. Über 2 Millionen Pakete aus Luzerner Zeitung. Nein. Wir haben irgendwie falsch gesucht oder nicht gewusst, was richtig suchen. Und auf einmal sind die 3 Minuten vorbei. Du als Dr. Google. Ich will so viel googeln. Piano, piano, Bruder. Du musst mal ausschnaufen. Alles gut. Alles gut. Geht's? Wir haben am Anfang immer gesagt, ich hoffe, wir müssen nicht weit schwimmen. Und ich schwimme eigentlich ziemlich gern. Und ich wusste, ich übernehme jetzt. Ich habe es im Nachhinein bereut. Es war brutal streng. Und ich war im Nachhinein froh. Ja. Das ist am Käppelihaus. Sie sind super. Käppeli. Muttens sind, oder? Ja. Muttens? Ja, das Muttens. Ist da. Das ist Muttens. So, Team Gel spielt nach dem Motto: Fragen kann man immer, wenn man eine falsche Antwort nicht scheucht. Es ist nichts, gell? Aber da ist die Autobahn. Die Bahn. Und wir sind falsch. Wir sind so froh, dass wir gefunden haben, was uns sagen kann. Wir sind so überzeugt. Und dann kommen wir hier und es ist einfach nichts. Gar nichts. Ich sehe kein einziges Auto. Das einzige ist die Strasse, die hier reingeht, aber sie ist ein bisschen zu bewachsen. Und hier geht die Bahn drüber. Und die ist gerade hier unten. Aber wir sind falsch. Jetzt gehen wir ins Trämli fahren. Basel und saufen das Bier. Ich bin Xenia, ich bin 34 und ich bin Lokführerin. Ich bin Remo, 41 und bin auch Lokführer. Und wie ihr gehört, kommen wir aus dem Kanton Graubünden. Und zusammen sind wir einfach steinbockstark. Wir haben nicht die klassische Beziehung, aber wir finden es auch schön so eigentlich. Und vielleicht eines Tages mal zusammen wohnen, obwohl er müsste der Remo ins Engadin kommen. Nein, sie, das geht auch. Ich bin jetzt auch schon seit mehr als 10 Jahren Lokführerin. Ich finde es immer noch fantastisch. Ich muss sagen, es ist mein fast Traumberuf. Und jetzt mache ich das seit fast 19 Jahren schon. Man ist in Frieden, man ist allein vorne an vorderster Front, hat schöne Ausblick. Ich habe lieber, wenn es steiniger ist, 10 Jahre, wenn es flowiger ist. Flowiger ist. Ich war Joggerin von uns zwei und bin dann durch den Remo zum Biken gekommen. Und ich habe ein bisschen vorher angefangen zu joggen, aber nachher habe ich so Trailrun und so habe ich mit ihr angefangen. Wettkämpfe machen wir sehr gerne, aber uns gegenseitig challengen tun wir eigentlich nicht. Nein. Wir haben beide eine starke Meinung und manchmal prallt die aufeinander. Ein bisschen ein Bünzli ist er auch. Und wie nerv ich dich? Nie. Nein. Ah, hier, A, B, C. Wir haben uns sehr gerne. Ja. Der Remo gibt mir auch viel und es ist schön mit ihm. Wir dürfen zusammen sein. Wird.
nicht mehr ohne sie machen. Ich denke einfach, die Gelben gewinnen. Das wäre schon top. Der Remo ist extrem ehrgeizig. Ich bin auch, aber ist nicht so wie er ist. Kein seltener Mensch, der so ehrgeizig ist. Komm! Ah, oh, fest, ich komme da. Sorry, haltet dein Herkingen. Der Zug. Halt, halt in Herkingen. Nicht Hegendorf, Herkingen. Herkingen. Egerkingen auch nicht. Egerkingen, haltet ihr. Dann gehen wir von dort zurück, oder? Ja. Besser als eine halbe Stunde zu warten. Team Gell hat immer noch keine Ahnung, was das Ziel ist. Ist das hier umeinander? Nein, das kann ich nicht. Es gibt ja die drei Grossen. Herkingen, Hecublon und Frauenfeld. Und dann Herkingen. Herkingen, ist das, das ist weiter weg? Oder? Bei Olten. Ja, das ist schon. Du kannst auf den Zoo. Nein, wir sind eh schon lange dort. Nein, ja. So lange verlaufen wie wir, was haben wir jetzt verloren? Am Eis gerissen. Zwei Stunden bald. Nein, ich weiß auch nicht. Aber wir sind noch gestartet, ich weiß. Bin am Eis. Der Autoschlüssel war auch keiner drin. Taxi Gutschein auch nicht. Also, dass wir die letzte Zeit immer ja, irgendwas fest gewusst ja, haben. Ja, es ist auch schon später späteren Nachmittag. Wir müssen aufholen, wissen, wie viel, was noch alles kommt, wie viele Chancen wir noch haben. Und jetzt waren wir schon ein bisschen deprimiert. Jetzt gehen wir auf Olten. Auf Olten müssen wir noch hin. Ich muss schon runterfahren. So. Die ersten Teams sind kurz vor Herkingen. Dort hält der Zug aber nicht an. Die Frage ist, wo soll man aussteigen? Eine Station früher, das Hegendorf, oder ein Bahnhof nachher, das Egerkingen? Hegendorf. Gehen wir rechts, oder? Entschuldigung, wissen Sie, wie man am schnellsten zum Postverteilzentrum kommt, hier in Herkingen? Da in der im Autobahn. Ja, Autobahngleis nachher wäre am besten. Es kommt niemand. Wir müssen eben hier hin. Wir müssen hier hin. Ja. Gut, aber ja. Das ist die Strasse. Team Türkis hat sich für einen Halt später entschieden. Sind aber nicht da. Sind gar nicht da. Sind sie wieder ausgestiegen oder sind sie vorher ausgestiegen? Es sind sie vorher raus. Ich habe mich gefragt, ja, wo sie sind, aber ich habe vermutet, dass sie ausgestiegen sind. Und was dann am Schluss auch schlechter war. Eigentlich. Dort sind die Couverts. So. Also, ihr müsst die Luftaufnahme einer Schweizer Stadt als Puzzle aus 30 Kartonschachteln aufbauen. Da. 148! 149! Das ist nicht eine Kleiderbestellung von meinem Mann. Nein, die Bike wäre grösser. Das sind überdimensionale Puzzleteile. Auf jedem Päckchen gibt es einen Ausschnitt von einer Stadt drauf. Genauer gesagt sind es 5 verschiedene Ausschnitte von Städten, die man aus diesen Päckchen bauen kann. Jedes Team kann sich eine Stadt auswählen, eine Stadt bleibt führig. Zuerst muss man aber Puzzleteile zu der eigenen Stadt in diesem riesen Haufen finden. Aus diesem Grund gibt es einen Hinweis auf jedes Päckchen zu der abgebildeten Stadt. 150! Wir fangen an! Okay, welche Stadt nehmen wir? Wasser. Also das ist Basel, Luzern. Das ist Luzern. Wir nehmen Luzern, das ist gut. Luzern.
Also, und jetzt können wir noch schnell abmachen, wo wir es hin tun wollen. Wir dürfen nur die Leiter nehmen. Wo willst du? Ja, ist da hinten dran, oder? Ja. Ja, ist gut. Es sind 30. 30 verschiedene. Ist es nur schwarz-weiß? Ist es eine Gigi Öri? Keine Ahnung. Statusplatz ist sicher auch. Oh Gott, da haben wir ja ewig, bis wir die gefunden haben. Alpengeh, das klingt doch gut, nicht? Das Engeli Museum ist in Basel. Das ist gut. Ich weiß nicht, wie viel Vorsprung wir haben, aber nicht viel. Komm! Zweite. Ja, wir sind Zweite. Wir sind super. Gross. Ja. Ja, super. Paketcenter. Wir sind als zweites Team in diesem Verteilzentrum angekommen. Und das hat uns natürlich schon ein gutes Gefühl gegeben. Da haben wir gedacht, ja doch, wir können da gleich uns noch vorne kämpfen. Luzern ist weg. Komm, wir nehmen das. Ja. Das hier, das ist Zürich. Ja. Nimm gut. Und das Verkehrshaus. Da. Mit diesem Spiel war ich mega froh, wo die anderen Teams nachher auch gekommen sind. Weil wir hatten 150 Puzzleteile dort, die waren recht gross. Und das zweite aussortieren ist mega schwierig. Kappelgas, klingt auch gut, oder? Ja, bringst du mal, zeig mal. Sie sind wirklich nicht die Beste. Ich kann aufgeben. Nie. Danke, gell? Nie aufgeben. Geil. Richtig geil. Richtig geil. Yes. Von mir können dort fertig sein. Ja. Das ist so ein schöner Moment für mich. Für dich, glaube ich. Ja, definitiv. Ja. Also eben die Emotionen, die wir miteinander haben. Mega. Von sättigen Glücksgefühl ist das Team Gell noch weit entfernt. Und eben der Fahrt ist der 37. Das rote Team kann aus drei Städten auswählen. Hey. Ja. Hey, ist los. Ja. Das da. Rheinfelden, mein Lieber. Rheinfelden? In meinem Dialekt sagt man dieser Stadt Schaffhausen. Ja, das wird schön. Aber nimm das. Nein, es passt näher. Doch, so passt. Nee. Ah, doch. Das passt hier. Auch in dieser brütenden Hitze. Und ja, da sind wir schon ein bisschen als Limit gekommen, ja. Im Spiel. Ich glaube auch. Das geht nachher runter, gell? Vielleicht darfst du nicht zu weit vorne schieben. Ja. Oh mein Gott. Achtung, Achtung, Kind! Nein! Darum haben diese Schwerungsteile drin gehabt. Reila, Achtung! Ja, aber. Also dort hatte ich eine rechte Schrecksekunde, weil mit dem Wind, wir haben das alles schön aufgebaut, es hat eigentlich gehabt. Und dann ist ein Windstoß gekommen. Und das war jetzt ein Stressmoment. Ja, no, easy. Cool. Wenn dort noch zwei Kuhwerk wären, dann hätte ich die Welt nicht verstanden. Das war für mich ein klarer Fall, dass wir die Letzten sind. Freiburg oder Basel? Freiburg. Oder wenn wir Basel? Sag du. Mir ist gleich. Freiburg. Freiburg kennen wir zu wenig. Basel auch nicht. Zentrum Balkle. Tipp 1. Basel? Ja. Gut. Basel. Wir haben noch Rechnung offen mit Basel. Ja. Das ist es. Sportler des Jahres, siebenmal. Kann das der Federer sein?
Ja. Das wäre das da. Stimmt, bravo. Stimmt das überhaupt? So. Sorry. Ja, ich habe einfach plötzlich einen Schlag in mein Knie gespürt. In diesem Moment habe ich es gar nicht so realisiert. Ich habe einfach noch immer noch weitergemacht, weil ich unbedingt wenigstens auf Platz 3 haben wollte. Ja, das ist gut. Warte, soll ich noch passieren? Was meinst du? Ja, du kannst nachher passieren. Ja. Es passt? Ja. Sieht doch nach Luzern aus, oder nicht? Luzern ist es auf jeden Fall. Und es ist auch kein Fehler drin. Super gemacht, Jens. Gut gemacht. Findet die Seilbahnstation Funiculaire. Bist du sicher? Mach klingen. Ich habe das Bild ganz kurz angeschaut und du hast gesagt, irgendwie Funiculaire. Und dann Angelika Moser und Sport. Und Sport. Und das war für mich klar, die mag klingen. Wenn unsere Teams den Hinweis richtig interpretieren, dann fahren sie auf Biel zu der Talstation der Macklingenbahn. Die fahrt auf zum Nationalen Sportzentrum, wo Spitzenathletinnen und Athleten aus den unterschiedlichsten Sportarten trainieren. Wie zum Beispiel Angelika Moser, Hallen-Europameisterin im Stabhochsprung. Oder Nina Christen, Olympiasiegerin im Sportschiessen. Gott, das ist eben das, was ich meine. Da muss ich es nachher nicht checken, wie die hohen Autos funktionieren. Aber den Schlüssel müssen wir ja nie rein tun. Der muss nur da bleiben. Das ist schon gut. Kannst du draufdrücken? Er fährt mal noch nicht. Kannst du draufdrücken? P? Bist du im P? Kannst du das P drücken? Ah, oh, das ist gut. Nie es fährt. Okay. Oh, ich bin so stolz auf dich. Keine Ahnung, ob jetzt. Also, da rausfahren, da gerade. Yeah. Da bei der Ampel kannst du raus. Und dann links abbiegen. Das Team Türkis fährt mit einem schönen Vorsprung los. Die anderen sind immer noch ein bisschen am Zusammensätzchen machen. Nein, Park, nicht her. Nein, da unten. Vielleicht müssen wir gleich ein bisschen führen. Wenn sie vielleicht ein bisschen zuerst gegen hinten. Ja, aber dann geht sie gegen vorne. Nein, das ist... Jetzt sind wir gerade am Aufholen und so in einem Zeug drin. Und da kommt der Wind und... Ja. Scheissdreck. Gut, wenn es wegen dem Wind zweimal umgeht, dann kann man das ganze Puzzle ablegen. Hier noch schnell rüber. Ja, wir haben gewusst, wir müssen aufholen und ja, es war unsere Chance, aber haben wir es schlussendlich gemacht. Haben wir es geschafft. Papa! Ja! Scheiße! Super, ja, Team Gell. Wir sind heute Morgen in dieser Stadt gestartet. Ich habe die Stadt vom Münster aus gesehen heute Morgen. Es ist richtig, das Couvert für das letzte Ziel heute. Super. So, Neil. Oh, Heilberg, Funiculaire. Funiculaire. Was? Ja, aber eben. Nein. Angelika Moser. Ja, das sind Dings. Sina Frey und Nina. Ski-Cross-Menschen. Ja. Sie gehen dort oben trainieren. Oben der und Deko fragen. Richtig. Herkringen. Funiculaire muss Biel sein. Sigri. Wo wolltest du gehen? In ein Dorf. Also. Seilbahn Funiculaire. Wo wolltest du fragen? Uri. Luzern müssen wir nicht. Nein. Wir müssen auch nicht Basel. Nein. Der Geradeausgang geradeaus müssen wir auf die linke Seite. Das Einzige, was mich da ein bisschen verwirrt, ist, dass es so etwas wie eine Urnerflagge hat. Aber vielleicht ist das auch Biel. Das ist ein Spiel wahrscheinlich. Moment, schnell, wir müssen in Bern. Also wir fahren jetzt einfach allgemein in Richtung Neuchâtel. Yep. Sich ohne Navi und Handy zurechtfinden, das ist eine der grössten Hürden in diesem Spiel. Zeigen wir noch mal die Wappen. Das ist doch Uri. Uri? Zusammengefallen haben wir so viel verloren.
Boah. Das ist eindeutig Zürich. Es hat keine Fehler drin. Ihr kommt gut rüber. Danke vielmals. Der letzte ist. Super. Wir haben da zwar einen Rang verloren in diesem Spiel, aber wir haben uns dann immer noch fokussiert auf das Tagesziel, dass wir da einfach in die ersten drei kommen. Und das war ja mit dem dritten Rang immer noch möglich gewesen. Komm, wir gehen schnell ins Auto. Wir nehmen den Internet-Joker. Findest du etwas mit Funicula? Ja, Biel-Magdlingenbahn ist es eigentlich. Ist das? Also fast, ja. Fahr schon mal Richtung Biel. Funicular. Die Seilbahn, die wir hier gesucht haben, waren wir sehr unsicher. Wir haben nicht genau gewusst, wo das ist. Und eben, wir haben auch gewusst, da kann uns eigentlich kein Passant, denke ich, in diesem Herkringen helfen. Und darum haben wir hier den Internet-Joker gewählt. Gerne. Ich weiss, wo das ist. Ja. Das ist das Bio. Ja. Danke vielmals. Ja, bitte. Ist gut? Ja, ist gut. Team Gell ist hier gerade vor uns. Ja. Außenbetrieb. Ich habe es gewusst. Findet auf der diffusen Terrasse des Hauptgebäudes. Gut. Wir brauchen die Karte noch schnell. Wir haben dort schon gedacht. Also das Ziel wird nicht unten sein. Das Nein, ist klar, wenn wir noch dort rauf sind. Wir müssen noch rauf und es wird nicht mit dem Bändchen sein. An diesem Ort werden Olympiasiegerinnen Weltmeister oder Tagessiegerinnen oder Sieger vom Game of Switzerland gemacht. Das Team, das zuerst hier ankommt, gewinnt Raum, Ehre und 2000 Franken. Das Team, das zuletzt kommt, scheidet bereits wieder aus. Schau, hier ist Wanderweg angegeben. Zum Wanderweg starten, ist gut. Kannst du mir dann auch den Rucksack geben? Also ich war erst einmal dort und noch nie mit dem Seilbändchen. Ich war eine Zeit lang jedes Jahr dort oben, oder mehrmals sogar. Also ich kenne, vom Sport her kenne ich es relativ gut. Und was aber lustig ist, ich bin nie dort hochgerannt. Auch das Team Rot hat seine Stadt fertig gebaut und macht sich als Schlusslicht auf den Weg. Was meinst du? Innen durchfahren oder auf der Autobahn? Du, Funicular kann nicht in Uri oder sonst irgendwo sein, wenn das scheiß Ding ist. Das ist die Jura. Bern. Der durch. Und es war eigentlich nicht klar, wo wir am Ende haben. Ja, ich weiß nicht, wie das könnt. Weißt du, Schrecke vom Mountainbike. Aha, ist die schneller? Ja. Ja, dann nehmen wir sie. Ist das der? Bist du sicher? Ja, 100 Pro. Das stimmt doch eben. Schau, der blaue. Ja, ja. Das ist nicht der rote in der Tür. Nachher muss er alles am Ding rauf. Okay. Das ist wieder die. Ja. So, jetzt alles da rauf. Wie schnell? Jetzt müssen wir einfach Gas geben. Boah, das ist mühsam. Findet zu Fuß die Terrasse des Hauptgebäudes der Eidgenossen Hochschule für Sport. Gehen wir wirklich rauf. Ich kann schon rekognoszieren. He? Was steht da? Das wird Sportzentrum sein. Ja. Departement auf Sport, gut. Bitte. Kurst einmal. Willst du mal fragen? Hey, Entschuldigung. Wo ist die Seilbahn? Wo? Da, dort rechts. Oh, da. Nein, das ist nicht dir. Qua? Nein, das ist nicht dir. Komm mal. Nein, das ist nicht dir. Weiter. Halt an, halt an. Excusez-moi, moi, monsieur. Wo ist je trouve sa maison? Vas-y. Je ne sais pas. C'est celui-là? Je ne sais pas. Gehen wir runter. Wir sind fix gerade direkt auf Magdlingen. Hat das glaub, wieder eine halbe Stunde gekostet? Das hat doch auch keine Ahnung da oben. Ja, dann haben sie definitiv etwas gemeinsames, Team Rot und die da oben. Thank you.
Da links. Da? Ja. Das ist die? Ja. Wo müssen wir jetzt? Uhr? Mach klingen! Findet zu Fuß die Terrasse des Hauptgebäudes. Terrasse, kommt von dort. Ich bin mir das überhaupt nicht gewöhnt, Berg und Brutter auf. Das war ein schwieriger Moment. Wir müssen zu Fuß tun, Bruder. Jetzt würde ich es easy nehmen. Weißt du, wie weit wir hier dauern? Ja, es sind 450 Höhenmeter. Wir sind oben. Ziel! Raela, Anina, ihr habt so schön den Tagessieg gewonnen. Ihr habt 2000 Franken gewonnen. Das ist sehr toll. Aber ja, noch toller ist, ihr seid morgen natürlich wieder dabei. Ja, freuen wir uns. Eine gute Erholung wünsche ich euch. Danke. Es war sehr physisch. Und wir haben immer gesagt, wenn der Schluss physisch ist, dann haben wir vielleicht einen Vorteil. Und dadurch, dass heute so viel Rennen und Sport war, haben wir jetzt fast ein bisschen Angst, dass das weniger kommt. Und dass uns sicher. Also, ja, das ist unsere Stärke jetzt, dass wir die nicht mehr so ausspielen können. Gerade rauf! Ja, ja, super. Dann haben wir die Team Pink gesehen und sind eine Zeit lang hinter uns gewesen. Ja, ja. Aber nachdem wir dann den Schleichweg gefunden haben und wir gewusst haben, sie haben den nicht gefunden und wir haben ihn gefunden. Ja, weil bin ich mir auch noch sicher gewesen, dass wir auch vor ihnen während der oben sind. Das Kühlband. Tut's weh? Mhm. Für mich war es halt eine harte Tortur wegen meinem verletzten Knie noch. Und nach der Hälfte habe ich einfach gesagt, ich muss jetzt den Verband dran tun, dass er etwas stabilisiert. Und das hat mich zum Glück noch etwas gerettet und aus diesem Loch rausgeholt. Du bist ja schon geschwommen heute so viel, du. Ja. Senja, Remo. Immer die Letzte. Es war auf und ab heute. Habt ihr ein Gespür, wo ihr stehen könntet? Wir haben mal ein Team hinter uns gehabt. Wer Zweiter. Aber vielleicht sind wir auch Letzte. Ich weiß nicht. Aber das Gefühl. Ist nur ein Team da? Ihr seid zwei. Herzliche Gratulation, ihr seid morgen mit dabei. Danke. Wir freuen uns dafür. Wir auch. Super, danke. Schöner Moment. Ja. Der schönste vom Tag fast. Und dann ja auf den Job. Ja, gut, aber nachher hast du Bestätigung. Ja, ja, Bestätigung. Ja, hast Bestätigung, dass es heute geschafft. Der Tag ist schon mal geschafft. Was ist mir Ockling angeschrieben? Recht. Eine Stunde 20. Stunde 20? Wo sind wir jetzt? Hä? Bist du sicher? Ja, wenn ich mache, ist weiter runter. Ja, aber das Pendel ist ja. Geht das auch? Das Pendel war oben, oben. Ja, die Mackling war nicht viel weiter runter. Ja, Ich sag, es war einfach.
Peter, Daniela, ihr seid heute Morgen als Letzte von mir weggegangen. Die Frage ist, wo steht ihr jetzt? Kannst du es sagen? Andere Teams sind schon da. Ja. Team Türkis ist da. Ja. Team Gel ist da. Ja. Und ihr seid auf dem dritten Platz. Oh, ihr seid morgen wieder dabei. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei bleibt. Merci, ja, wir uns. Super. Das macht mich so groß. Super, Dudi. Dann waren wir natürlich sehr froh, ja, dass ich. Das war emotional, ja. Wir haben wirklich den ersten Tag überstanden und wir sind eine Runde weiter. Und das war super für uns. Vor allem habe ich es auch gefunden, nach dem harten Aufstieg, ist wirklich, ich bin an meine Grenzen gekommen. Habe ich gedacht, yes, jetzt hat es sich wenigstens gelohnt und man ist nicht für nichts hochgelaufen. Komm mal schon. Was? Ist noch nicht fertig? Ja. Jetzt schon in der Glaube da. Biliak. Komm, komm. Geht's noch gut, nicht? Sebi. Luca. Nein. Ihr habt einen turbulenten Tag gehabt. Ja. Die grosse Frage ist aber, an welcher Stelle das sind? Auf dem zweiten oder dritten. Was habt ihr für ein Gefühl? Keine Ahnung. Gut. Das Team Türkis ist schon da. Das Team Gel ist schon da. Pink, Pink. Und das Team Pink ist vorher auch angekommen. Gut, wir haben es probiert. Ihr habt gekämpft. Ja, und uns hat es gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, danke. Danke. Das war gut. Danke. Gute Leistung. Ja, gut. Ja, Scheiße. Schade. Also, sobald der Johnny uns gesagt hat, dass wir Vierte sind, ist mir eigentlich ein bisschen der Laden oben. So. Wir sind stolz, wirklich. Gell? Sehr. Sehr auf uns. Ja. Das ist eine coole Erfahrung, alles. Aber es verletzt einem schon ein bisschen. Also. Aber ein mega Tag, mega Erlebnis. Und unsere Freundschaft hat es echt noch stärker gemacht. Das ist schön.